Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Hier spricht Okrutz und wir befinden uns in XCOM Enemy Within am 21. Juli 2015, zumindest im Spiel. Real sind wir schon 2016. Unser letztes Let's Play hat uns eine komische Meldmission auf einer Brücke beschert, die wir sehr erfolgreich abgeschlossen haben. Wir haben fast alle unsere Soldaten am Start, oder zumindest so gut wie am Start. 4 Stück fehlen noch und die kommen zum größten Teil auch jetzt in Kürze wieder. Wir haben nur noch einen einzigen Rekruten, ansonsten 20 Mann komplett ausgebildet. Das heißt, wir können bald nach der nächsten Mission, wo wir einen Soldaten mitnehmen können, auszählen, wie viele wir von was haben. Momentan führen immer noch ganz eindeutig die Unterstützer. Aber wir haben auch ein bisschen was anderes neu bekommen. Also einen neuen Scharfschützen, neuen Unterstützen, neuen Sturm, noch eine neue Unterstützung. Aber insgesamt sieht es schwer so aus, als hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Unterstützer bei 20. Ist eindeutig zu viel. Der Schnitt bei 20 Spielern läge ja bei 5 von jedem. Und ja, bei Sturm haben wir genau die Anzahl, bei Schwer haben wir 1, 2, 3 nur. Und Unterstützung, wie gesagt, jetzt schon 7. Scharfschützen haben wir auch nur 3. Da müssen wir wirklich mal gucken, wen wir dann zu was umfunktionieren. Also momentan sieht es so aus, als würden unsere Mech-Soldaten aus der Unterstützerriege stammen, aber noch haben wir einen Rekruten, der das Zünglein an der Waage sein kann und sich das ganze Gleichgewicht noch ein bisschen kippt. An dieser Stelle forschen wir jetzt einfach mal weiter. Und Aliens terrorisieren Vancouver. Ein sehr schwerer Einsatz. In Kanada, da müssten wir natürlich eingreifen, ganz, ganz klar. So schlecht war das Team eigentlich nicht, was wir da so haben. Natürlich gurken wir da nicht mit 3 Schweren hin. Gerade mal schauen. Und Scharfschützen haben wir. 2 Schwer, 1 Sturm, 1 Unterstützer. Jetzt ist die Frage, nehmen wir einen zweiten Unterstützer mit oder nehmen wir einen zweiten Sturm mit? Aliens terrorisieren, das spricht eigentlich wieder dafür, dass das so eine wir müssen Zivilisten retten Aktion wird. Aber Sturmsoldat ist gerade der beste, den wir aufbieten können, ein kleiner Soldat, weil die Kollegen hier alle blau machen. Rekruten mitnehmen. Ist mutig, aber könnte man machen. Gehen wir mal auf Risiko. Nehmen einen Rekruten mit und bewaffnen ihn mit einer Schalenrüstung, einem leichten Plasmagewehr, einer Laserpistole und 2 Granaten, damit er wenigstens ein Minimum an Kills da rausholt, selbst wenn der Rest nicht so funktioniert. Dieses leichte Plasmagewehr hat man, glaube ich, noch nicht im Einsatz. Das macht 4-6 Schaden in der Basis, hat eine 10% Crit-Chance und macht 8-10 Schaden, wenn es crittet. Zum Vergleich, die Laserpistole macht genau dasselbe. Der einzige Unterschied zwischen den beiden ist, dass hier noch 10 Bonus auf die Zielsicherheit gewährt werden. Und das ist gerade bei Anfängern. Mit 75 kann man schon mal treffen. Muss man zwar nicht, aber kann man machen. Ja. Was mich dazu führt, dass natürlich hier an der Stelle dann Long Dong auch mit dem neuen Spielzeug spielen darf, wenn er es schon hat. Die Pulsbögen oder der Pulsbogen ergibt an der Stelle auch wieder Sinn. Vielleicht kriegen wir irgendwas Vernünftiges vor die Flinte. Nichtsdestotrotz aber bleiben die Schweren hier mit den Scopes und wir starten den Einsatz.
landen. Wir landen. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Zahlreichen besorgniserregenden Berichten zufolge greifen die Aliens Zivilisten in einer Großstadt an. Okay. Ja, das Übliche. Wir minimieren zivile Verluste und töten alle Aliens. Mal gespannt. Es sah brennend aus da. Relativ chaotisch, ein bisschen so wie in diesem Intro-Video. Central, hier spricht Big Sky. Bestätige so, hier mal eine Bushaltestelle. Das sieht alles wieder so ein bisschen aus wie... Bitte bestätigen. Bestätigt, Big Sky. Strike One Startmission. Der Schutz dieser Zivilisten hat höchste Priorität. Da ist die Karte zu Ende. Hinter uns ist die Karte auch zu Ende. Und neben uns ist die Karte auch zu Ende. Das heißt, wir haben eine sehr schlauchige Mission an der Stelle. Sieht tatsächlich so aus wie diese Startmission, wenn jetzt hier noch Polizeiwagen querstünde. Wir haben hier zumindest schon mal ein paar Zivilisten in Sicht. Schauen jetzt gerade mal. Tapfere Rekrutin. Darf jetzt direkt mal zeigen, was er drauf hat. Und geht hier vorne mal hin und scoutet. Sieht nichts. Und wechselt dann die Auslage hinter die Bushaltestelle. In volle Deckung. Longdong traut sich ein kleines Stückchen weiter vorne. Und entdeckt ein UFO. Eieiei, das ist ja eine fiese Geschichte an der Stelle. Da muss also einer unserer... So, jetzt müssen wir es geschickt machen. Wenn die Dinger offen sind, sind sie verwundbarer. Das heißt, wir hauen jetzt hier den vollen Crit rein. Und bratzen ihm eine. Kriegt er 13 Schaden und klappt sich wieder zusammen. Damit hat er dann wieder den Verteidigungsbonus. Was wir jetzt machen, ist natürlich auch klar. Wir nehmen Fatima Tariq mit blitzschnellen Reflexen. Und rennen dahin. Was nichts bringt, weil er uns noch nicht sieht. Wir werden jetzt ein bisschen riskant bei der Geschichte. Wir müssen nämlich in sein Sichtfeld rennen. Also nehmen wir Sturm und Schuss. Und rennen hier in volle Deckung. Kitzeln seinen Schuss raus. Dabei klappt er sich natürlich wieder auf. Und wir können versuchen... Eigentlich gebührt ihm die Ehre. Also, Lowrider Johnson... Machet. 95%. Und du triffst nicht. Der hat nur 46. Das lohnt sich überhaupt nicht. Ja. Yutaka Yamamoto. Damit wir ein bisschen Zielwasser drauf kriegen auf den Kollegen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das brauchen. Aber wir haben es gebraucht. Krabberwumms, weg ist er. Dann haben wir noch Xylin. Die wird ein bisschen mutig und geht hier vorne in Overwatch. Dong Sang geht auch in Overwatch. Und auch der neue Kollege oder die neue Kollegin geht in Overwatch. Dann hoffe ich jetzt, dass die komischen Reparaturdrohnen es nicht schaffen, unsere Jungs hier zu treffen. Das war ein grandioser Schuss. Ungefähr dahin, wo der erste Mann auf dem Mond. Eieiei, auch daneben. Da muss erst ein Longdong kommen, um ihm zu zeigen, wie es geht. Aber genau einen Schadenspunkt übrig lassen. Sie flüchtet wieder. Das ist gut, besser als einen Zivilisten zu töten. Wir sehen, ja, wir hören ein paar Zivilisten sterben, aber sehen natürlich auch noch jede Menge vor uns.
So, wo ist unsere tapfere Rekrutin McDonald? Lese ich jetzt erst. Also ich meine, gelesen habe ich schon öfter, aber... McDonald. Da kriegt man ja fast wieder Hunger. Geht da mal in Feldposten. Rücke vor. Sieht ein Monster. Wird sogar flankiert. Macht's aber hoffentlich weg. 82. Sauberer Schuss. So, jetzt ist die Frage. Lowrider. Geht einmal hier hin. Und... Tja. Kann dann ja eigentlich auch hier hin. Tarik geht hier mal ein bisschen nach außen. Und in Feldposten. Und Yutaka Yamamoto. Heute mal nicht Anführer der Truppe. Stellt sich ganz tapfer mitten auf die Straße. Es interessieren mich die Aliens. Ich schieße zuerst. Feldposten. Xylin denkt sich, was der kann, kann ich auch. Nee, die bleibt in Deckung. So, dann harren wir mal der Dinge, die da kommen. Da sind wieder zwei tot. Klingt so ein bisschen so, als wären das Schweber vom Geräusch her. Er geht auf jeden Fall an. Naja, Feldposten jetzt schon. Ist eigentlich ein bisschen doof. Hier ist eine halbe Deckung. Yamamoto geht mal hier hin. Befreit einen Zivilisten und geht in Feldposten. Xylin geht auf die Seite. Befreit auch einen Zivilisten und geht auch in Feldposten. Dann kann Anna McDonald auch in Feldposten gehen. Der Longdong hüpft hinter die nächste Deckung und geht in Feldposten. Ja, und er geht sowieso in Feldposten. Wegen Truppsicht hat er da ja ganz eine gute Schnitte. Fatima geht hier hin. Ist ein bisschen vorsichtig für einen Sturmsoldat, aber kann ja nicht jeder Kamikaze sein. Wir haben zwei Zivilisten gerettet, haben 1, 2, 3, 4, 5 noch auf der Karte. Und die Aliens kommen langsam in unsere Richtung. Geht Longdong mal scouten da vorne am Polizeiauto. Ach du Scheiße. Krystalliden, Motoren, UFOs, alles auf einem Haufen. Das darf ja gar nicht wahr sein. Was ist das denn, bitteschön? 8 Aliens auf einem Bild. Ja. Wie kommen wir aus der Nummer raus? Wir schießen. Sind das zwei Berserker? Hey, könnt's heulen. Dann fangen da hinten steht noch ein UFO. Ist allem Unsinn. Wir müssen eine Schredderrakete wirken. Müssen gucken, dass wir keine Zivilisten umnatzen. Was haben wir denn da unten? Kurz nochmal raus. Kamera drehen, gucken, was da hinten ist. Was wir da treffen, das ist scheinbar nur eine Deckung oder ein Auto. Ja. Ja, eine Schredderrakete wird es werden. Da hinten rein, so dass wir die Zivilisten nicht treffen, nur die Deckung weghauen und die drei Mobs in den LKW. Und doch Verbündete. Warum sind da Verbündete? Ja, muss ich bestätigen. Ist mir egal.
Okay, im LKW war ein... Oh, ruckel, ruckel, ruckel. Wahrscheinlich wieder, weil ich nebenher rendere. So. Xylin ist jetzt noch da. Er ist noch da. Er hat jede Menge Auswahl. Das wäre ein lohnenswerter Schuss. Der wäre auch nicht übel. Das wäre so ein ganz klein bisschen Perlen vor die Säue. Das hätte auch was für sich. Den könnten wir zu 100. Das ist alles gar nicht so leicht. Anna McDonald guckt erstmal, ob sie 55, 65, 55, da... Er guckt auf jeden Fall erstmal zurück. Er beschränkt sich jetzt auf einen von denen, die er sicher trifft. Die Sache ist, wenn wir jetzt auf jeden von den Dicken einen Schuss machen, ne, den Special Shot machen wir nicht. Wir machen einen normalen Schuss drauf, locken ihn damit ein bisschen näher. Wenn wir treffen würden zumindest. Doppelte Portion. Jetzt hau ihm doch einen um. Das gibt's doch nicht. An der anderen Seite vorbei. 85%. Ich kotze. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Hat wieder keine Trefferchance. Ja, das Biest muss weg. Hilft ja nix. Und dem geben wir auch noch einen mit. Und wir treffen schon wieder nicht. Ihr wollt mich doch echt veralbern. Ja, was soll's? Wir müssen die Zivilisten opfern oder wir hoffen, dass die Zivilisten angreifen. 55 und 55. Wen nehmen wir denn? Dich? In der Hoffnung, dass die Zivilisten sie zumindest ein bisschen ab... Doch, warum sollte er auch treffen? Das wäre doch albern auch. Dadurch haben wir den kein Schrittchen näher an uns rangebracht. Und gehen einfach nur in Overwatch. Hilft ja nichts. Wenn er rankommt, kriegt er einen. Wenn ich ihn jetzt abschieße, kriegt er auch nur einen. So, da haben wir so ein Biest. Und da kommt es auf uns zugewetzt. Und er macht ein Auto kaputt. Die schießen da noch ein paar Einheimische weg. Die auch, das heißt, sie sind zumindest ein bisschen beschäftigt. Und der kommt an uns ran, kassiert einen Reflexschuss unter Umständen für 7. Und böses Polizeiauto, böses Polizeiauto, bleiben auch direkt neben der Explosion stehen. Also was sie diese Runde geritten hat, weiß ich jetzt echt nicht. Müssen wir wirklich gucken, wie wir mit der Geschichte hier umgehen. Der wird natürlich jetzt gleich explodieren, der Kollege. Den könnten wir retten. Der kann niemanden sehen, das ist natürlich auch... eine diffame Unterstellung. Tja. 65%, aber eigentlich ist das jetzt ihre Granatenrunde. So, Long Dong könnte den retten und wieder zurückrennen.
Würde aber wahrscheinlich irgendwie einen Reflexschuss von so einem UFO hier auslösen. Und sich deswegen mal richtig aufs Ei legen. Ja, wir müssen es riskant machen. Also er rettet jetzt erstmal den Zivilisten. Schnappt sich die Plasmapistole und schießt auf den da. In der Hoffnung, ihn nicht zu töten. Das hat funktioniert. So, jetzt kommt Plan B. Sie würde die Granate da reinwerfen. Wodurch der auf jeden Fall stirbt und die anderen beiden so angekratzt sind, dass sie jetzt einfach weggefrühstückt werden können. Und, ja, den Zivilisten. Dem können wir jetzt nicht viel helfen. Wenn das Auto explodiert, ist er halt auch mit dran. Aber da müssen wir unser Leben einfach mal über eures setzen. So beschissen wie das läuft. Können wir da nicht viel machen, ne? Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das für sie als zwei Kills gezählt hat oder nur als einer. Wer kassiert sich denn jetzt den Kill mal ein? Fatma hatte, glaube ich, noch... Die sieht den gar nicht. Den hatten wir auch schon mal in der Retortenecke, das heißt, es bringt jetzt gar nichts, ihn zu betäuben. Außer natürlich, dass wir Munition sparen. Tja. Bin ich einen ganz kleinen Ticken ratlos. Also, dass der den nicht sieht, halte ich echt damit. Du stehst dem mitten vorm Gesicht. Aber gut, er muss es machen eigentlich. Okay. Oder sie. Weil ihre Reflexschüsse sind die schlechtesten, die wir haben. Wir machen auch jetzt hier den Doppelschuss. Einfach um die Chance zu erhöhen. Doppelt daneben. Zweimal 73% hintereinander. Das ist, lasst mich kurz ausrechnen, ungefähr eine Chance von hart an der Grenze zu gar nichts. Also ungefähr 5%, dass das so funktioniert. 98% schießt du auch noch daneben und ich hänge das Spiel an den Nagel. Hey! Zumindest einer macht, was er soll. Xylin geht in Feldposten und tja. Er geht auch in Feldposten, aber da drüben. Nun gut, ich darf mich definitiv nicht beschweren. Diese geschenkte Runde gerade, eigentlich hätten die Berserker mich da locker zerpflückt. Ich muss mal gucken, was das UFO da noch Böses macht. So rotzt uns jetzt irgendwen weg. Unsere frische Rekrutin. Nee, doch nicht. So, da kommt die Reparaturanlage. Einen Punkt. Ich hoffe, das hat mal nicht gereicht, um den Kollegen zu töten. Da kommen Mutone und klettern oben aufs Dach. Und hüpfen wieder runter. Da kommt ein anderer, klettert aufs Dach. Und hüpft wieder runter. Wir sind hier auf einem Alien-Spielplatz. Unglaublich, was hier abgeht. Ja, in welcher Reihenfolge machen wir das? Wer ist denn hier gerade so böse angewichst worden? Das war tatsächlich unsere Neue. Sie hat es aber mit einem Punkt überlebt. Er wechselt natürlich wieder auf die heißen Scheiß. Hat das UFO mit 75% drin. Muss hier den Crit wählen. Das sollte ein Treffer werden, der funktioniert. Denn gerade ist die Kiste offen. Das würde einen unheimlichen Schub bringen.
Bin mir gerade noch nicht sicher, ob ich mit Holo-Zielen einmal draufknallen soll vorher, aber 75% muss ja irgendwann mal funktionieren. So, und 13er Kritz. Jetzt kannst du dich ruhig wieder zusammenfalten. Denn wir haben ja die doppelte Portion. Mit dem zweiten Schuss warte ich aber jetzt wirklich. Denn jetzt darf erstmal... Ne, nicht gut. Xylin darf jetzt erstmal gucken, dass sie ein bisschen in die Pötte kommt. Und knallt jetzt hier einfach mal auf das hässliche UFO drauf. Wir knallen so darüber, dass wir hoffentlich den LKW noch mit erwischen. Dahin. Da kommt der Schmerz. So, wir haben beide Methoden getroffen. Das ist natürlich eine Top-Geschichte. Sie hat sich jetzt zwar keinen Kill besorgt. Aber sie hat jetzt wieder die Chance. 45 auf die Disk. 45 auf die Drohne. Dann trotzdem nochmal auf die Drohne. Hat nicht funktioniert. Er könnte jetzt mit 62%, aber ich glaube, hier gehe ich jetzt wirklich auf Nummer sicher und setze da nochmal so ein Ding hin, weil wenn es eben die Motoren getroffen hat, dann wird es das wohl mit dem größeren Radius von ihm auch tun. Und dann sind die beiden Spielkinder da hinten wenigstens weg. Okay. Da ist sogar noch irgendwas anderes mit bei kaputt gegangen. Das sah nicht schlecht aus. Und er könnte jetzt nochmal schießen. Kann aber nicht mehr in den Feldposten. Auch nicht, wenn er das tut. Nö, dann müssen wir hier einfach sagen. Das erklärt auch, warum ich den schon mal so komisch drin hatte. Dann geht er noch hier hin. Und geht in den Feldposten. Und hier sagen wir einfach Zug beenden. Jetzt müssen wir kurz überlegen. Wir haben eine Drohne und ein UFO getötet. Wir haben vermutlich zwei Motone, die gern auf LKW-Dächern spielen, getötet. Und wir haben einen Chrysaliden weggehupt. Das heißt, da ist noch einiges offen. Longdong geht mal hier rüber und scoutet. Rettet dabei einen Zivilisten. Haben wir immerhin schon 4 auf der Habenseite. Fatima geht mal hier hin. Was uns keinen bringt. Er geht mal ein Feld ran und lädt nach. Den werden wir noch brauchen, denke ich. Dann lädst du auch mal nach. Und, ja, Yutaka stellt sich einfach mal hier hin. Und geht in Feldposten. Genauso wie sich Xylin dahin stellt, einen sehen kann, leider. Und sich wieder verpisst. So war das nicht geplant. So, Frau McDonald geht hier drüben in Feldposten und hofft, dass sie nicht sofort entdeckt wird, wenn der Motone da kommt. Und da haben wir noch ein paar Feldposten. So, da ist der böse Motone. Der sich jetzt einen Schuss kassiert. Immerhin 6 Punkte. Jetzt angreifen will und noch einen Reflexschuss kassiert. Und das war der große Moment von Mrs. McDonald. Commander. Mission erfüllt. Wow. Das lief besser, als ich dachte. Ich hätte jetzt noch mindestens eine Drohne und ein paar andere Motoren da vermutet. Aber wir haben alle 12 getötet. Und unsere Rekrutin hat definitiv einen Aufstieg mit Abschluss der Mission. Auch wenn sie jetzt wahrscheinlich für ungefähr einen Monat ausfällt, weil sie auf einen Lebenspunkt runtergegrätscht wurde. Aushubarbeiten abgeschlossen, das heißt, wir können was Neues bauen oder könnten was Neues bauen.
Erstmal wieder in der Base landen. Und gucken, was die Auswertung so sagt. Jawohl. Wir haben einen neuen schweren Soldaten, also die Nummer 4. 19 Tage, wie vermutet, fast einen Monat außer Gefecht. Sie hat einen relativ mittelmäßig bis unbändigen Willen. Das muss ich gleich nochmal checken. Die Kills wurden ja alle angerechnet. Das heißt, 4 Stück. Das waren halt 2 an dem Auto. Der Motor am Ende und irgendwas, was ich vergessen habe. So, Captain Dong ist jetzt ein Major Dong. Tiefe Taschen, das heißt, alle Sachen haben jetzt eine Aufladung mehr. Zielsicherheit 85 bei Wille 72. Ich glaube, damit wird er langsam echt zu einer Gefahr für unseren Chef, Unterstützer. Corporal Lin wird zum Sergeant. Und hat ja auch mittlerweile, naja, Zielsicherheit immer noch unter aller Sau. 69 zu 68 Wille. Sie kriegt die Schredderrakete. Das Deckungsfeuer ist einfach, weiß ich nicht. Ich finde es ganz nett, aber es ist halt einfach nicht so zwingend. So eine zusätzliche Rakete, noch dazu halt mit den 33% Bonusschaden. Das kann halt im späteren Verlauf des Spiels unheimlich wichtig sein. Gegen diese ganzen fetten Mechs. Aktuell sind es halt nur 1 oder 2 Punkte, die es immer bringt, pro Schuss. Aber das potenziert sich ja auch schon hoch. Aber wenn später die besseren Waffen kommen, ist das halt einfach nochmal ein Ticken mehr. So, die Kanada-Panik hat sich um 3 abgeschwächt. In ganz Nordamerika hat sie sich auch gelegt. Wir behalten sie im Auge. Das heißt, wir sehen hier an der Stelle richtig, richtig gut aus. Bis auf Ägypten. Aber Ägypten, ja, die bestechen wir gleich noch mit einem schönen Satelliten. So, eine Plasmakanone haben wir gleich erforscht. Ziellabor haben wir gleich gebaut. Ich klicke auf jeden Fall nochmal weiter. Das war jetzt noch nicht so lang bisher. Kann man noch ein bisschen Verwaltungskrempel machen, um das Let's Play angenehm zu beenden. Suchen uns jetzt ein neues Forschungsprojekt. Wir können jetzt die Plasmakanone bauen für Schiffe, das ist gut. Damit sind wir auf jeden Fall wehrfähig. So, Illyrium interessiert mich jetzt noch nicht ganz so. Das ist zwar cool, um jede Menge neue Forschung freizuschalten, aber das Plasmagewehr, die fette Wumme, möchte man natürlich haben. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Ja, ich auch. Die Zugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Das ist schön. So, wir erforschen und haben noch hier baue, kaufe Gegenstände. Mal gucken, was so eine Plasmakanone kostet. 79. Das ist natürlich nicht ganz ohne. Aber 2 Stück davon hätte ich gerne. Die sind sofort da. Das heißt, wir können jetzt hier im Hangar, wo wir aktuell 3 Kontinente beschützen. Ja, können wir für die beiden Kontinente, wo die schon komplett uns gehören, können wir hier einfach mal die coole neue Plasmakanone einstielen. Südamerika ebenso. Bestätigen. So, und Afrika, unser eigentliches Startland, ist noch so ein bisschen auf Entwicklungshilfe angewiesen, aber das kriegen wir schon hin. Neuer Monat kommt ja bald. Ich gehe jetzt nochmal kurz hier Einrichtung bauen und gucke, was wir hier noch Schönes haben. Satellitenkontrollzentrum. 40 Ingenieure bräuchten wir dafür. Wie viele haben wir denn? 34. Naja gut, das wären 6 Stück, die da fehlen. Wird also diesen Monat nichts mehr. Wir haben aber ja eh noch Kapazitäten frei. Also aktuell super easy. Können wir den nächsten Monat noch mit überstehen. Satelliten kriegen wir in 8 Tagen noch 2. Plasmagewehr kriegen wir auch. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen den Scannerman. Und sie haben uns wieder um Bargeld erleichtert. Gut, dass wir noch ein bisschen davon ausgegeben haben eben. Wir gehen zum Lagezentrum und schicken jetzt
XCOM Hauptquartier. Nö, 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 nix da. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Länder noch zur Auswahl. Da habe ich keine Lust jetzt zu raten. Dann machen wir ganz easy noch eine verdeckte Mission. Guck mal, was hier das Schlechteste ist, was wir haben. Was wir hinschicken können, das wäre Beth Wilson. Ein Sturmsoldat, von dem ich nicht so restlos überzeugt bin. Wille 48. Obwohl, 48 ist das Soldat, glaube ich, schon ganz gut. 46 wäre dann eigentlich der Schlechteste. Und ein Unterstützer. Also bist du diejenige, welche... Oh, wir haben keinerlei Pistolen mehr. Müssen wir einmal kurz zurück. Und ein Pistölchen. Plasma-Pistole. 79. Teuer, teuer. Aber gut, irgendwann können wir uns nicht ewig drum wehren. Ich würde sie natürlich lieber über einen Pulsbogen erobern, aber wenn die Missionen jetzt alle so chaotisch werden wie die letzte, sodass ich einfach gezwungen bin, überall mit Bomben reinzugrätschen, um eine Chance haben, das überhaupt zu überleben, dann mache ich das natürlich... Wo sind wir denn hier? Verdeckte Operation, da... Wo ist er? Da, eigentlich ist, na, jetzt wo ich genauer hingucke, immer noch Soldat mit 3 Einsätzen und 5 Kills. Entweder wird das jetzt der Schubser für deine Karriere, oder aber du hast es auch einfach nicht verdient. Also ab dafür. Zur Mission entsenden. Das sparen wir uns auf, bis wir wissen, wo es ist. Und, ja, kurz noch eine Info an Xarexes. Du hattest gesagt, ich soll jetzt langsam mal meine Jungs updaten. Mit Genmodifikationen. Es gibt zwei Gründe, warum ich das jetzt aktuell noch nicht mache. Zum einen bin ich mir sicher, dass die Dinger gut sind, aber ich habe mein Dream Team noch nicht und ich möchte es nicht verschwenden. Ich habe schon im Vorfeld eigentlich viel zu viele von den Orden verteilt auf Leute, die wahrscheinlich am Ende nicht zum Dream Team gehören werden. Ich meine, Yamamoto wird definitiv dabei sein. Er hat ausreichend viel Wille, um so einen Trupp anzuführen. Hier der Lowrider ist auch schon eine coole Sau. Bei Trips bin ich mir absolut nicht sicher. 49 Wille ist eine Katastrophe. Gut, sie hat jetzt den Orden, der die Panik verhindert. Das ist, wäre also okay, aber von vornherein mehr Wille zu haben, ist durchaus eine coole Geschichte. Sie ist natürlich ein absoluter Top-Favorit. Wenn sie sich jetzt noch ähnlich gut verbessert wie er hier, wobei ich mir echt nicht vorstellen kann, wie das in einem Level gehen soll. Also vielleicht auch doch nicht. Ja, das ist halt der Hauptgrund. Also ich möchte erstmal gucken, welche von meinen Kollegen da die erfolgsversprechenden Träger sind. Zum Beispiel hier als Lieutenant Kampfsau Amy Brown, schon 79 Zielsicherheit und 73 Wille. Da sind jetzt noch Beförderung zum Captain, zum Major und zum Colonel drin. Das heißt, die kriegt noch dreimal hier den vollen Bonus. Das wäre dann eine Aspirantin, die wahrscheinlich Mutationen kriegt. Oder halt auch... ja, da sieht man einen kleinen Unterschied schon, ne? 2 Punkte und 3 Punkte. Also Fatima kann es schon mal nicht mehr werden. Ja, das sind halt die Gedanken, die ich mir mache. Also ich werde halt gucken, dass ich das auch den Leuten gebe, die am Ende in meinem Team sind. Und vielleicht sogar Leuten, die halt auch psionisch ein bisschen was drauf haben. Und das entdecke ich ja jetzt erst in näherer Zukunft. Also da warte ich einfach noch ein bisschen ab. Psi-Labor haben wir in 3 Tagen erforscht. 1, 2, 3, da ist es. Knuffiger Raum. Mit ein paar hässlichen Särgen drin. So, Forschung. Technikabteilung, Kaserne. Psi-Labor besuchen. Wir können nun unsere Soldaten zum Testen in das Psi-Labor schicken. So, hier können wir jetzt 3 Soldaten reinstecken. Unsere Forschungen lassen vermuten, dass es eine Verbindung zwischen der Willenskraft eines Kandidaten und seinem psionischen Potenzial gibt.
Wir hoffen, einer unserer Soldaten erfüllt die Voraussetzungen. So, ich würde sagen, Anführer zuerst. Ich hoffe, es kommen jetzt nicht die schwersten Missionen ever. Dann hätte ich nämlich hier ein kleines Problem. Aber alle anderen Soldaten, die ich jetzt noch da habe, sind ja auch zumindest mal Major oder Lieutenants. Also mit denen kann man durchaus schon eine Mission wuppen. Deswegen gucke ich, dass halt erst die wichtigen getestet werden, um dann zu gucken, wer von denen es dann halt auch ins finale Team schafft. Wir haben den 30. Juli, das heißt, der Monat ist jetzt bald zu Ende. In 2 Tagen ist Ratsbericht, in 1 Tag kommt ein zusätzlicher Satellit. Wir werden also jetzt ganz kurz noch scannen. Commander, unsere Satelliten sind bereit. So, neue Projekte. Wir wollen aber keine neuen Projekte, wir wollen nur ins Lagezentrum. Und wollen Satelliten starten. Und da das hier alles mehr als super aussieht, werden wir, auch wenn es hier nicht viel Kohle gibt, werden wir Ägypten und Südafrika mit Satelliten beschicken. Damit haben wir noch einen Satelliten übrig. Und also, ne, einen übrig, und wir könnten noch 3 versenden insgesamt. Das würde entweder für komplett Nordamerika reichen oder für Teile von Europa für den nächsten Monat. Ich bin mir also jetzt für diesen Monat sehr, sehr sicher, dass hier nichts Böses mehr passiert. Und so wie das aussieht, wird das, glaube ich, mein erfolgreichstes Spiel soweit werden. Denn aktuell habe ich noch kein Land verloren. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. So, Mexiko ist eine Lusche, Kanada ist gut. USA ist natürlich eigentlich ein Must-Have, ne? So, dann haben wir hier Großbritannien, Russland, also die ganzen Geldsäue habe ich eigentlich noch gar nicht besteuert. Aber macht nichts, wir haben genug Einkommen. Monatlich jetzt 600 plus. Die werden wir jetzt noch kurz abgreifen. Plasmagewehr erforscht. Super Sache. Jetzt können wir eigene bauen und alle benutzen, die wir so erbeuten. Und die haben schon richtig Wumms dahinter. Die verlieren dann zwar wieder die 10 Zielsicherheit, die leichten Plasmagewehre noch haben, aber kriegen, glaube ich, für diese 10% Zielgenauigkeitseinbußen 2 Schaden oder so mehr. So, jetzt haben wir hier wieder einiges zu erforschen. 3 neue Waffen für unsere Spezialisten, also das Präzisionsgewehr, den Plasmawerfer und die Legierungskanone. Das ist für die Sturmsoldaten das neue Ding. Aber ich glaube, wir machen jetzt an der Stelle nochmal das Illyrium hier. Weil die anderen Sachen werden jetzt langsam echt langwierig zu erforschen. So, das beginnen wir, und jetzt kommt der Ratsbericht. Tada! Also, wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projekts beeindruckt. Ich bin auch sehr beeindruckt. 1033 Kohle, 7 Ingenieure, 2 Wissenschaftler. So etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Ein Ratseinsatz ausgeführt, einen Terroreinsatz gestoppt, eine Entführung vereitelt, 2 Satelliten gestartet, 5 Forschungsprojekte abgeschlossen und ein UFO gestürmt. Da, so können wir noch weitermachen. Bevor ich euch jetzt wieder Bye-Bye sage, würde ich hier jetzt nochmal ganz kurz auch einfach in die Technikabteilung gehen. Sind heute Morgen eingetroffen, auch mal in der Gießerei gucken, ob wir irgendwas von dem Zeug da erforschen wollen. Schwere Waffenplattform kostet 35, den nehmen wir jetzt einfach mal mit. Ich mag sie zwar nicht sonderlich, aber ich finde, es gehört dann zu einem guten Let's Play dazu, alle Möglichkeiten zumindest einmal auszuschöpfen. Das heißt, ich werde so ein schrottiges Ding dann tatsächlich auch bauen und zumindest mal in einer Mission auch einsetzen, damit ihr mal seht, wie sowas aussieht. Das verbesserte Medikit ist, denke ich, mit 50% mehr Wirkungskraft auch eine geile Sache. Und verbesserte Pistole 2, Zielsicherheit mit einer Pistole verbessern, kann auch nicht schaden. 3 Projekte in der Gießerei, und damit gehen wir erstmal wieder raus. Den Jungs in der Gießerei gucken. Wird es nicht langweilig werden. Nö. Ich sage Ihnen, dass es ein neues Projekt für die Produktion gibt. Ja, das ist schön. Dann gehen wir nochmal in die Offiziersschule. Hier gibt es Man lernt schnell, gute Besserung und die Grundlagen. Gute Besserung nehmen wir jetzt mal mit. Ich glaube zwar nicht, dass wir es jeweils brauchen werden, aber es ist halt jetzt echt
finanziell nicht mehr die Welt und aktuell haben wir wieder ein bisschen Geld. Bonus-Erfahrung, weiß ich nicht, wo die haben wollen. Weil eigentlich haben wir aktuell genug Soldaten und die haben alle auch schon ein gewisses Level, aber wir nehmen es mal mit. Bestätigen und die Grundlagen lassen wir mal aus. Zum Soldaten soll sich jeder selber befördern. Einrichtung bauen. Hier heben wir nochmal aus für 40. Hier wäre noch Platz für ein Kontrollzentrum. Das würde dann 3 Dinger bringen. Was genau 1 zu wenig wäre, um die ganze Welt mit Satelliten bedeckt zu haben. Hyperwellenverbindung. Die haben wir noch gar nicht. Das ist natürlich auch gar nicht mal so cool. Die werden wir also dann hier hinbauen und deswegen jetzt das Geld sparen. Guck nur mal kurz, was würde das andere Satellitenkontrollzentrum kosten? Achso, nicht das. Satelliten Nexus 250. 8 Energie, 25 Legierung, UFO-Flugcomputer. Ich glaube, das lohnt nicht. Wir haben noch genug Platz. Und noch kein Genlabor. Dann bauen wir hier nochmal einen Aufzug. Wenn das so ist, dann brauchen wir hier auch noch ein Kraftwerk. Gut, wir müssen jetzt langfristiger planen. Ich habe noch gar kein Genlabor. Das heißt, ich könnte Xaraxes Willen überhaupt nicht entsprechen, selbst wenn ich wollen würde. Ich muss nur gerade nochmal gucken. Genlabor zählt als Labor für den Verbundbonus. Da wir kein Labor haben, es sei denn, das Psi-Labor zählt auch als Labor für den Verbundbonus. Nö. Na gut. Egal. Ja, wir haben noch einiges zu tun, ihr seht das, aber wir nähern uns natürlich mit Riesenschritten einem hoffentlich vernünftigen Spielausgang. Guck nochmal, gerade Orden haben wir auch schon ein paar gehamstert für die Zukunft, das ist gut. Und in diesem Sinne, mit einem erfolgreichen Monat, wenn nicht dem erfolgreichsten Monat, verabschiede ich mich von euch und freue mich, euch am 1. August 2015, wann immer das 2016 sein wird, wiederzusehen und bis dahin, ciao, ciao, euer Ugrutz.